Ja, moin Leute, ne? Oder guten Abend und herzlich willkommen zu Wild Hearts. Einem Spiel, das wie Monster Hunter aufgebaut ist. Also es ist ein neuer Monster Hunter-Klon. Ich mag ja Monster Hunter ziemlich doll und auf dieses Spiel habe ich mich gefreut. Wundert euch übrigens nicht, dass ich jetzt, wenn ich ein neues Spiel starte, das dann Spielstand ist. Ich wollte das Spiel vor dem Stream einstellen und ich wurde instant ins Spiel geworfen. Also ich hatte keine andere Wahl, als einmal kurz, wirklich ganz kurz in die Story zu linsen. Ich will übrigens mal reinhören, ob das vom Sound her gerade so passt. Ich sehe schon, ich kann das Spiel ein bisschen lauter stellen. Ich mache das mal bei jedem Punkt um 10 lauter und dann höre ich noch mal rein. Okay, ich habe reingehört. Man hört es jetzt ganz gut. Ich grüße hier übrigens auch YouTube. Dieses Spiel spiele ich wahrscheinlich komplett alleine. Wahrscheinlich, sage ich. Zumindest habe ich keinen Kollegen hierfür jetzt eingeladen. Und auch noch keinen gefragt. Ich weiß, dass das Spiel auf jeden Fall Online-Koop hat. Aber versucht nicht, mir freundliche Fragen zu schicken. Ihr seht, ich habe in der Hinsicht alles deaktiviert, was nur deaktivierbar war. Das heißt, ich will das Spiel erstmal komplett solo spielen. Wer auch immer von euch schon Videos hierzu geguckt hat, spoilert mich nicht. Und ja, lasst mich selber reinscheißen. Auf gut Deutsch. So, ich mache jetzt neues Spiel. Wir wollen ja von Anfang an das Spiel sehen. Da sind auch ein paar Zwischensequenzen. Ich gucke, dass ich mich währenddessen rausmache. Im Übrigen, das Spiel hat momentan sehr, sehr schlechte Reviews aufgrund von Performance-Problemen. Ganz leicht kriege ich die auch schon zu spüren. Beispielsweise meine Maus nimmt nicht unbedingt jeden Klick mehr wahr. Hier ist eine Videosequenz. Ich mache mich mal kurz aus dem Bild. Das ist ein süßes Eichhörnchen. Oh, was für eine coole Schnecke. Frühstück. Nein, bleib hier, Frühstück. Okay, Filmsequenz ist rum. Ich komme ins Bild zurück. Eventuell lasse ich mich auch drin, weil das ein bisschen anstrengend sonst wird. So, da oben ist unsere Beschreibung gewesen. Ich probiere erstmal Tasten aus. Ist übrigens schön, da oben ist die Steuerung zum Xbox-Controller, obwohl ich eigentlich mit einem PlayStation-Controller hier sitze. Das heißt, ich werde nicht immer die Tasten anständig zuweisen können, wenn ich mir das da oben angucke. Erstmal müssen wir gucken, was wir hier tun. Okay, das ist Waffe wegstecken. Dann mache ich mit der hinteren. Mit der hinteren linken. Mit den linken mache ich irgendwie gar nichts. Kann ich das irgendwie umstellen vom Controller, dass der mal erkennt, dass ich auch hier den PlayStation-Controller nutze? Ihr seht, er denkt halt durchgehend, ich hätte einen PlayStation-Controller in der Hand. Und das verwirrt mich dann. Hoppa! Kann ich dich zersäbeln? Shining sieht einen Schmetterling. Shining will den Schmetterling zersäbeln.
Ich probiere halt meine Tasten aus. Muss ja wissen, was meine Tasten mir bringen. Okay, ich habe die Gesten gefunden. Ich verneige mich vor euch. Die Gegend sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich glaube, ich mache die Grafik eben kurz einen höher. So, jetzt sieht es sogar noch schöner aus. Komm her, ich will dich haben. Wenn es übrigens zu leise oder zu laut ist, jetzt ab diesem Punkt, dann entschuldige ich mich, das stelle ich dann bis zum nächsten Stream nochmal um. Ich finde die Umgebung hier auf jeden Fall sehr schön gemacht. Oh, Gegner. Einhändiger Ausfallschritt. Zack. Ich hab dich ja zersäbelt. Und jetzt bist du dran. Oh, das war ein schöner Angriff. Okay, ich habe noch ein paar Angriffe gelernt gerade, beziehungsweise ein paar Kombos. Also ja, das Spiel ist sehr stark an Monster Hunter angelegt. Monster Hunter ist ja eine richtig coole Reihe. Guck mal, ich bin Äffchen. Ich halte mich an der Wand fest. Kleinen Viecher konnte ich jetzt aber nicht aufschlitzen, also von denen looten. Okay, ich muss den Baum schon lang. Das wird kein Fail beinhalten. Ich werde nicht die Baumstämme runter purzeln. Sehr schön. Ich gucke nur ganz kurz in OBS rein, ob da irgendwas. Ja, da läuft alles richtig. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Dann kann ich wenigstens die Tasten mal eben kurz gucken. Das sind halt nur die Tasten, die mich irritieren. Okay. Die Taste ist X. Die ist Y. Ich will dich streicheln. Oh. Ach, mit LT hebe ich die auf. Niederes Seil bei Hirschgeweih. Oh, Filmsequenz. Ich muss halt einmal aus dem Spiel raus haben, um die Filmsequenz. Also mich aus der Filmsequenz rauszuholen. Ich ändere gerade nur was. So, ich habe eben kurz den Stream-Titel nämlich angepasst. Außerdem muss ich mich eben kurz ins Bild zurückholen. Vielleicht ist meine Maus einfach nur kaputt und deswegen nimmt die nicht jeden Klick wahr. Also bisher beim Spiel selber merke ich nichts vom Performance-Problem. Kann ich mich eigentlich an jeder Wand festhalten? Nein. Musik? Hier ist Musik. Ach so, ganz leise.
Also ja, vielleicht frage ich mich demnächst bei meinem Kollegenkreis mal rum, wer das Spiel auch hat. Dass ich dann eventuell mit einem Kollegen, ansonsten mache ich halt Solo. Ich weiß, dass es auch mehrere Waffen hier gibt. Filmsequenz? Filmsequenz incoming. Ich hab's gespürt. Oh, dieses Spiel ist so wunderschön gemacht. Ich werde ein bisschen wahrscheinlich brauchen, um mir die ganzen Kombos und so weiter zu merken. Ah, jetzt gerade war kurz ein Problem da. Da hat ganz kurz das Bild gehangen. Ich schraube einfach mal die FPS hoch. Vielleicht passiert das dann nicht mehr. Mach mal die FPS oben, grinst sie weg. Der hat das nicht übernommen. Wo wird hier Musik gespielt? Oh, Proviant. Hallo, wer bist du denn? Ihr kommt von weit her, nicht wahr? Ja. Vielleicht hat das Schicksal unsere Pfade hier zusammengeführt. Lasst uns eine Weile reden. Ihr besucht das Land des Ostens? Wisst ihr denn von den Gefahren, die in Azuma lauern? Berge und Flüsse, der Quell ihrer großen Macht. Wie redest du, ohne den Mund zu bewegen? Ich spreche von den Kemono. Sie sind hier, überall. Kimono, so heißen die Monster hier Es gibt übrigens. nur noch wenige Menschen. Von Hunger geplagt, mussten sie das heutige Kemono-Territorium Ich mache verlassen. das Spiel gleich übrigens noch mal lauter. Doch ich muss Buddha nicht das Predigen erklären. Ein Blick auf euch sagt alles. Eure gepanzerten Handschuhe, die Klinge an eurer Seite. Die Kemono sind euch nicht fremd. Ihr stammt von einem alten Clan. Ah, ich bin doof, das ist eine Maske. Jemand, der die Kemono nur zu gut kannte. Ihr geht auf die Jagd, Ja, das stimmt. Wahrhaftig, ihr seid für die Jagd bestimmt. Was ich bin, fragt ihr? Nur ein Musiker, wie ihr seht. Mein Name ist, sagen wir, Mujina. Das ist ein sehr schöner Name. Ich frage, was soll ich fragen? Warum die Maske? Das ist mein Antlitz. Darunter ist nichts. Und alles zugleich. Kein Anblick für jene, die schwachen Herzen Okay, ich sind. darf dich nicht angucken, ich Doch, verstehe schon. lasst uns lieber über euch sprechen. Ich möchte jede Einzelheit wissen. Oh nein. Von woher seid ihr in dieses Land gereist? Das weiß ich doch nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich nehmen soll. Sollen wir mal eine interessante Story sagen und sagen, übers Meer gekommen? Ja, aber ich bin einfach so durchgeschwommen. Gläserne Jäger leider schon lange nicht mehr. Im Westen bekämpfen die Samurai
nicht die Kemono, sondern einander. Viele Jäger hungern dieser Tage. Einige haben zum Flug gegriffen. Andere nach fremder Leute Besitz. Okay. Ich war schon immer ein Blatt im Wind. Immer? Schon von Geburt an, hm? Nun kommt schon. Ihr habt unter Jägern gelebt. Mit ihnen gearbeitet. Nein, ich weiß nicht, wovon du redest. Mit eurem Talent. Kehrt weiterhin euer Leben auf der Jagd. Wieso? Was treibt euch? Ich hoffe, das beeinflusst nicht die Geschichte vom Spiel, was ich hier von mir gebe. Was treibt euch zur Jagd? Seltene Kimono bringen Geld. Ich würde sagen, wir machen das, weil wir Menschen retten wollen. Und der Ursprung vieler ihrer Errungenschaften. Oh, vergib einem alten Mann seinen Drang, gute Ratschläge zu erteilen. Ah, nun ist es mir klar. Ihr habt einen starken Willen. Nee, das ist mir unbekannt. Könnte der rechte Ort für euch sein. Doch genug davon. Euer Nabeltopf hatte wahrlich genug Zeit zu köcheln. Ich werde euch nicht weiter stören. Ihr habt euren Hunger zu stillen. Entschuldigung, Leute, ich habe kurz was getrunken. Ach, jetzt darf ich wahrscheinlich meinen Charakter anpassen. Oh, Filmsequenz. Wie sehen wir aus? Jetzt darf ich mich ausstatten, wie ich es aussehen will. Oh, um Gottes Willen, wird das wahrscheinlich lang dauern. Okay. Jetzt sind wahrscheinlich nur so Vorlagen, ne? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber die Kerle sind potthässlich. Nehme ich ja schon wieder mit Freuden ein Mädel, weil die Kerle einfach so scheiße aussehen. Du gefällst mir. Ich kann ja auch noch mal gucken. Bei Körper kann man bestimmt noch mal sagen. Obwohl, offenbar nicht. Ach komm, wir bleiben beim Mädel. Ich würde sagen, damit haben wir unseren Charakter. Ich kann mich damit zufrieden geben. Kann zumindest nicht meckern. Würde sagen, let's go. Ach ja, Charaktername, ne? So. Hen, Hem? Was sind denn die Pronomen Hen und Hem? Die sagen mir nichts. Bereits
ein Ziel? Oder dürfte ich einen Vorschlag unterbreiten? Östlich dieses heiligen Berges, jenseits des alten, blütengesäumten Wegs namens Harugasumi-Pfad, liegt Minato. Ich mache mich mal übrigens bei solchen Gesprächen am besten ab sofort auch aus dem Bild. Weil ihr seht ja sonst den Text nicht. Oh, Eis. Jetzt wird's frostig. Sobald ich kann, mache ich das Spiel lauter. Von dem Verlangen des Kemono nach einem Revier. Bald sitzt ihr in der Falle. Ein einsamer Jäger, erfroren in einem Haus aus Eis. Ah, gesprochen wie ein wahrer Jäger. Fühlt ihr es? Wir nähern uns der Beute. Nun könnt ihr zeigen, was in euch steckt. Ja, beginnt. Die Meute wartet. Es ist an der Zeit, euer Können auf die Probe zu stellen. Lasst mich doch wenigstens eben kurz die Einstellung machen. Ich wollte reinhören, ob das jetzt laut genug ist. Aber wir sind ja noch im Tutorial, da kann ich nicht sterben. So. Den Angriff mag ich. Ich muss nur auf die Ausdauer achten, ne? Ich habe das Spiel jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen lauter gestellt. So, ich erlöse euch mal. So, und jetzt nochmal. Jetzt kann ich lauter stellen. So, 70. Ich stelle am besten direkt auf 75 und dann höre ich jetzt nochmal rein. Wie laut das Spiel ist. Der hat es nicht übernommen. Also nochmal. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so leise ist. Also ich habe gerade halt in den Stream reingehört und man hört das Spiel fast gar nicht. Eventuell gehe ich sogar auf 80. So, und jetzt höre ich nochmal rein. Ihr habt da irgendwie so ein Nebengeräusch, habe ich gerade gehört. Aber laut genug sollte es jetzt eigentlich langsam sein. Ich glaube, auf der Lautstärke kann ich es lassen. Aber mich interessiert, was das für ein Nebengeräusch ist, das ihr da die ganze Zeit habt. Und so ein Suchen, das habe ich bei mir nicht.
Naja, egal. Ich gehe jetzt euren Meister töten. Da waren ganz kurz FPS-Einbrüche. Hallo, bist du freundlich gesinnt? Der Schnee ist sehr realistisch. Die haben mir nichts getan, die armen Tiere, ne? Oh, jetzt erst sehe ich, dass das Kanike sind. Aber ich will wissen, was die... Die geben bestimmt was sehr Wertvolles. Beim nächsten Mal lasse ich heute leben. Das ist ein Versprechen. Die geben gewürfeltes Fleisch. Ich sehe die Flames nicht, die armen Hasen. So, aber jetzt werden keine Hasen mehr erlegt. Die haben mir nichts getan. Ich habe übrigens die Textteile, also die Untertitel, so groß wie möglich eingestellt, damit ihr die so gut wie möglich lesen könnt, falls ihr Gehörprobleme habt. Ich weiß gerade gar nicht, wohin. Ich sehe hier gerade mit der Kamera, dass es ein bisschen unangenehm aussieht. Guck mal. Vielleicht mit einer geringeren FPS-Obergrenze. Sieht zumindest ein bisschen besser aus. Das sieht halt so verschwommen aus, wenn ich so ein bisschen rumscroll. Es scheint ja nichts zu ändern, die FPS-Obergrenze, oder? Naja, ich mache das auf 60 wieder runter. Falls ich sehe, dass da irgendwie Probleme sind. Nee, das ändert nichts daran, wie verschwommen das aussieht, wenn ich mit der Kamera rumgurke. Jetzt mal im Ernst, wo muss ich überhaupt hin? Habe ich irgendwie eine Karte? Ich weiß halt nicht, wohin. Soll ich vielleicht irgendwo hochklettern? Und da komme ich ja. Vielleicht muss ich da runter. Ich finde es schön, wie der Schnee gemacht ist. Also der Grafikstil an sich gefällt mir. Ach, hier ist ein Baum, den ich hoch soll. Ich bin blind. Shining, da ist ein Baum. Latsch den Baum entlang. Los. Du bist mein Ziel. Was genau bist du denn? Ein Wolf, der mich essen möchte. Ein cool aussehender Wolf. Ah, ich kann auch rutschen. Kann ich auch... Ja, ich kann meine Kamera auf jeden Fall fixieren. Au!
Autsch! Du tust weh, Junge, weißt du das? Oh, ich kann Körperteile anvisieren. Ist auf jeden Fall mega cool. Ich greife erstmal deinen Kopf an. Okay, den Kampf soll ich nicht gewinnen. Habe ich das Gefühl. Können wir verhandeln? Ich habe eine Errungenschaft. Ich glaube, mir geht's nicht gut. Hier passiert irgendwas. Es passiert irgendwas. Nein, sag jetzt nicht, der Berg da ist ein Lebewesen. Wenn ich gegen dich kämpfen muss, bin ich geliefert. Zumindest wenn ich solo kämpfe. Ui. Wir leben noch, oder? Ich sehe genauso viel wie ihr. Noch nicht gut genug. Doch vielleicht verbleibt ein Funken Hoffnung. Lasst die Saat in eurer Seele Wurzeln schlagen. Lasst die Geister des Karakuri Teil eurer selbst werden. Was machst du mit mir? Von ihnen zur Jagd leiten. Was machst du mit mir? Ist euer Schicksal. Findet Minato. Findet die Heimat der Jäger. Erst dort wird eure Reise wirklich beginnen. Okay. So, ich habe jetzt in 4K die Auflösung. Ich habe kein Heilwasser. Heilwasser schöpfen. Gluck, gluck. Okay, diese Pflanzen sind Heilwasser. Ich will nur gerade im Stream sehen, okay, das Spiel leckt nicht. Ich habe immer Angst, wenn ich hohe Auflösung beim Spielen mache, dass der PC damit nicht hinterherkommt mehr. Ich denke auch die ganze Zeit, ich könnte die ganze Zeit irgendwo was aufsammeln. Ah, jetzt hör endlich auf. Ständig muss ich raustappen und mich aus dem Bild nehmen. Der hat irgendwas mit mir gemacht, der Junge. Oh,
Quicktime-Events. Wisst ihr was? Nur noch bei Gesprächen mache ich mich weg. Okay. Ich habe einen Würfel gemacht. Und natürlich bei Filmsequenzen. Ich denke, wenn ich da X sehe, an meinen X, weil ich habe, wie gesagt, den PlayStation-Controller in der Hand und nicht irgendeinen anderen Controller. Okay. Okay, damit lassen sie sich leichter besiegen und ausspüren. LB und... Okay. Ui. Das wird noch nützlich. Muss Fäden sammeln, um die Dinger zu machen. Ah. Erstmal auf das Teil draufprügeln. Das will auch geschlagen werden. Ich habe einen Baum verprügelt. Ja! Ui. Warte mal, sind das Sprunkenplatten? Also... Das sind Sprungteile. Damit kann ich mich hochkatapultieren. Irgendwie. Wie habe ich das gemacht, dass die sich aktivieren? Machen die das random? Und dann muss ich eine spezielle Taste halten. Also ich habe gerade X gehalten, damit da irgendwas passiert. Kletterkollege, obwohl das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Kiste! Okay. Ich hätte da was drücken sollen. Tschüss. Möge dir in Frieden ruhen. Kann ich irgendwo diese Dinge nachlesen? Nein. Ich habe eine Echsenblüte. Du, gib mir deine Fäden. Ich kann auch noch was anderes drücken, ne? Als ich gerade eben an dem Teil dran war. Achso, den Jagdblick und ich kann so einen gewaltigen Schlag machen. Einfach mal sicherheitshalber. Ich habe das Bedürfnis. Beziehungsweise den Gedanken, dass eventuell eine Filmsequenz kommt. Also bisher gefällt mir das Spiel. Ja, so leichte Probleme hat das Spiel schon, aber ich finde es ganz in Ordnung. Okay, ich dachte halt, eine Filmsequenz kommt vielleicht. Aktivierst du deinen Jagdblick, er gibt dir die Möglichkeit, Bäume und Felsen zu finden, von denen du kannst. Okay, und was sagen wir die Fäden?
Herzsteine. Jetzt gerade hatte ich FPS-Einbrüche. Ich hab grad mega die FPS-Einbrüche, ne? Weil ich rausgetappt habe oder weswegen? Mädel, geht's dir gut? Ich muss erstmal die Kiste da angucken. Ah, das ist eine sehr schöne Kiste. Okay, jetzt rede ich mit dir. Geht's dir gut, Mädel? Schwöre ein Lagerfeuer. Ach, ich denke die ganze Zeit, da passiert irgendwas. Wisst ihr was? Ich mache mich ab sofort gar nicht mehr aus dem Bild. Hat das Spiel jetzt davon. Ich soll ein Lagerfeuer beschwören? Ein Moment. Ich will mal gucken, eventuell kriege ich die FPS-Einbrüche ja so wieder weg. Aber ich will nicht ständig das Spiel neu starten müssen. Prüfe uns. Hier läuft das ja. Kapitel 1. Aufkeimen. Na guck mal, jetzt läuft es wieder. Okay, wenn so FPS-Einbrüche sind, einfach eben kurz abspeichern und nochmal neu in den Spielstand laden. Okay, bei YouTube werde ich das dann aber rausschneiden. Von Destiny muss ich auch noch einsammeln, ne? Drachenstund öffnen. Lager im riesigen Baum. Das könnte nützlich sein. Du kannst hier nun weitere Drachenkarakuri beschwören. Okay. Ach, dafür brauche ich diese Materialien. Jetzt kann ich diese Sachen beschwören. Okay, ich weiß immer noch nicht, wo ich eine Karte habe. Ach, da unten, die Zahl zeigt mir übrigens, wie viel von diesen komischen Dingern ich habe. Oh, hi! Ich mach ich mal lieber platt. Oder verscheucht dich zumindest. Du bist wahrscheinlich mein nächstes Jagdziel. So, die liegt jetzt da drin. Keine Sorge, Mädel. Ich komme zurück. Ich kann dir nicht zulassen, dass du hier was abbekommst. Das ist eine schöne Statue.
Okay, ich lerne meine Techniken. Karkurien-Festung. Okay. Okay, diese Karakuri-Leiste ist diese blaue Leiste, nehme ich an. Okay, damit kann ich arbeiten. Die lädt sich auf, während ich prüge, ne? Entlädt die sich auch wieder? Wenn ich jetzt beispielsweise nicht kämpfe? Mal kurz beobachten, ob die runtergeht. Ich kann auch so angreifen. Ja, die leert sich. Okay. Ich hatte so die Hoffnung, dass man das eventuell mitnehmen kann. Habe ich jetzt irgendwie eine Karte? Ich glaube, 12 ist so meine Maximalzahl, was ich mitnehmen kann an diesen Fäden, oder? Ja. Knöterig. Durch Essen erhalte ich Stärke. Details. Indem du Drachenstunde öffnest, kannst du die Kapazität der Drachenstunde in der Umgebung erhöhen. Okay. Ah, da steht dann auch bei, was ich bekomme. Gesundheitsverstärkung, Luftverstärkung, Verteidigungsstärkung. Das kann ich doch bestimmt zersäbeln. Nein. Ich will an den Pilz. Lasst mich rein. Lasst mich rein. Das haben wir doch irgendwie wegbekommen, oder nicht? Da ist die große Ratte. Blütenschwänzchen heißt das. Autschen. Aua. Muss Wasser trinken. Na komm, komm, trau dich. Zack.
Hoppala. Okay, langsam komme ich ins Spiel rein. Ich kriege ich down. Autschen. Ja? Den Angriff habe ich mittlerweile gereiht. Mit dem überrascht du mich nicht mehr. Der weckt jetzt so ein bisschen mit dem Schwänzchen und danach kommt er angesprintet. Aua! So, du wirst jetzt weggesäbelt. Ah, meine Knochen. Ah, okay, der flieht gerade. Mit dem Jagdblick kann ich verfolgen, wo der hin will. Okay, dieses Spiel gefällt mir ultra. Das Spiel spiele ich durch. Shiitake-Pilze, die kann ich doch bestimmt auch essen. Ausfallschritt, das ist dieser nach vorne Stoß, den ich habe. Ach ja, ich habe ja diesen komischen Modus. Wie aktiviert ich den nochmal? Stimmt, hintere Taste halten und den Angriffsknopf drücken. Ich nehme mal alles mit, weil alles, was ich essen kann, hilft mir im Endeffekt, ne? Bei Monster Hunter mache ich es ja auch immer so. Alles, was irgendwie brauchbar ist, wird mitgenommen. Erstmal Loot mitnehmen, damit wir irgendwie gewappnet sind. Die Ratte, die haut schon Schaden raus. Im Übrigen, ich packe mich mal eben kurz auf die andere Seite, weil ihr seht so meine Lebensleiste nicht. So, ich finde auf der Seite passe ich besser, weil jetzt seht ihr meine Lebensleiste und so weiter. Das habt ihr vorher nicht gesehen. Auf der rechten Seite, da störe ich nicht so wirklich. Also, nö, da ist halt nur, was ich bekomme. Ich kann ja mal eben kurz über den Stream gucken. Wie sehr verbirge ich... ich könnte mich ein bisschen kleiner eben kurz in OBS machen. Einen Moment... So, jetzt verberge ich das nicht mehr so hart. Und ich schieb mich noch ein bisschen links ein bisschen. Sobald ich endlich den richtigen Reiter gepackt bekomme in OBS. So. Jetzt habe ich es ein bisschen mehr angepasst, dass ihr ein bisschen mehr seht. So, ich denke mal, ich habe jetzt erstmal ein bisschen genug gesammelt. In der Richtung ist die Ratte. Ich will ja, dass ihr einiges sehen könnt. Oh, was bist du denn für ein Lebewesen? Ihr habt mir nichts getan und trotzdem mache ich euch tot. Ich kann euch auch streichen, ne? Kriege ich dann was anderes von euch?
Die lassen dann auch was fallen. Das ist das, was ich kriege, wenn ich sie streiche. Ja, das Fleisch macht meinen Angriff höher. Hier war noch ein Vieh. Wo bist du hin? Das sieht aus wie eine Kiste. Sah nur so aus. Die Kristalle brauchte ich für diese Erweiterung. Die sollte ich auf jeden Fall immer mitnehmen. Oh, was haben wir denn hier? Das könnte nützlich sein. Ach, damit ich hier Lager machen kann. Zur Not. Ja, darüber überhole ich mir die Kameraden, wenn ich welche dabei haben will. Aber momentan spiele ich ja eher solo. So, ich brauche nochmal meine Fäden. Wo ist das Vieh hingerannt? Da ist es. Jetzt kriegst du eine auf die Mütze. Oh, das gibt Schaden. Lauf doch nicht weg. An! Jetzt ist er der Feigling. Bleibt doch hier, verdammt. Also was Grafik, Leute, angeht, ne? Ich kann's nicht höher stellen. Ich hab's auf Maximum. Ich hab auf 4K. Wie lange hält das eigentlich? Wahrscheinlich so lange, bis ich keinen Hunger mehr da habe, ne? So, ich habe mich vollgefressen. Ist wahrscheinlich das Schlauste, sich immer voll zu futtern. Wie schön das hier alles aussieht. Okay. Der hat gerade irgendwie so einen Rage-Modus aktiviert. Und hat einen Baum umgelegt. Autsch. Jede Interesse nicht. Der trifft ihr echt nicht. Kannst du mal aufhören, ständig abzuhauen? Oh. Schnell, Gesundheit. Ich muss heilen. Das fühlt sich an wie ein Souls-Game. Obwohl es ja eigentlich mehr so in Richtung Monster Hunter gehen soll. Alter, er rastet das Vieh aus.
Muss die Leiste eigentlich voll rennen, damit ich das nutzen kann? Ja, muss es. Kann es sein, je höher das ist, desto mehr Schaden mache ich? Ist das eventuell möglich? Ich werde es jetzt gerade nicht rausfinden, weil ich gerade voll eins auf den Deckel bekommen habe. Okay, die sind auch eine Behinderung für ihn. Es ist tot? Tja, Kollege, es ist an der Zeit für dich zu gehen. Mögest du in Frieden ruhen. Alter, die Kill-Sequenz war ja mal mega cool. Sprungfeder. Habe ich entdeckt. Okay. Versuch die gerade zu rallen. Da habe ich so einen Schlitz nach vorne. Es tut mir leid um deinen kleinen Freunde. Komm zurück, lass dich streicheln. Will ich streicheln? Ich will dir nix. Ich will dich knuddeln. Dann halt nicht. Gucken, da kriege ich neue Fäden. Okay, ich will mal was ausprobieren. Ah, okay, ich kann erst hier so zwei Türmchen bauen und dann darauf ein Sprungfeld. Das funktioniert auch. Okay, man kann experimentieren. Gehen wir jetzt erstmal gucken, dass es der Frau gut geht. Ich will mal gucken. Warum habe ich bei... Also bei der Tastatur habe ich eine Karte. Wo habe ich die hier beim Controller? Das kann doch nicht sein. Ah, hier, auf der Taste. Okay. Ich kann da in schnell reißen. Warte mal. Hier vorne ist auch so ein Quell, sagt er mir. Dann mache ich da auch einen Lager, damit ich hier wieder schnell reißen kann. So, zweiter Versuch. Ich knuddel euch und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Du wirst jetzt angefasst. Ich habe einen angefasst, das muss reichen. Okay. Von dir gegessene Lebensmittel haben unterschiedliche Auswirkungen, aber
Jede Mahlzeit steigert deine Sättigung und wenn du völlig satt bist, kannst du nichts mehr essen. Sobald die Lebensmitteleffekte nachgelassen haben, musst du dich in einem Zelt ausrufen, bevor du die nächste Mahlzeit essen kannst. Okay. Und ich kann hier Sachen skillen. Ein Trockengestell. Kann ich euch Sachen kochen? Das hier hätte ich auf jeden Fall gerne. So eine Felsschmiede. Okay. Das sollte ich mir auch holen. Und darauf folgen kann ich noch nicht holen, weil ich dafür irgendwelche Voraussetzungen brauche, die ich nicht habe. So, wir wollen unser Essen ja auch kochen. Eine Flugleine. Okay. Das ist das, was ich gesammelt habe bisher. Das ist meine Ausrüstung. Natürlich die billigste Billo-Rüstung. Ach, Tutorials habe ich hier auch noch mal. Was sind denn uralte Bäume? Ich weiß nicht, welche Taste ich drücken muss, damit sich das öffnet. Ach, jetzt öffnet sich da was. Aber irgendwie will das Bild nicht so wirklich. Muss ich irgendwas machen, damit da ein Bild erscheint? Ja, eine Freundesliste habe ich momentan nicht. Wir haben noch die Zutaten. Ich habe mir alles gegönnt, was ich mir zu diesem Zeitpunkt mir gönnen kann. Und der Baum scheint sehr groß zu sein. So, ich kann dann ja schnell reißen. Ich würde sagen, hier bei dem Lager, ich kann ja jetzt auch hier Schmiede und so weiter machen. Baue ich das mal auf. Wer seid ihr? Das erzähle ich dir sofort, nachdem ich meine Schmiede gebaut habe. So, dann machen wir noch eine Feuerstelle. Das hier wird unser Basislager. Ich baue es hier hin. Die Lehre ist damit. Kann ich die Dinger mehrmals looten? So, jetzt kann ich hier Zutaten trocknen. Du kannst die Kugel in der Kimono, die du bei der Jagd auf Kimono erhältst, verwenden, um neue Arten von Kakerlaken zu erwecken. Okay. Wie schalte ich hier jetzt um? Gar nicht. Beginnen. Okay, es trocknet. Es arbeitet. Und es hieß hier, kann ich mir jetzt meine Ausrüstung craften? Hallo? Offenbar noch nicht. So, bei Gesprächen mache ich mich auf jeden Fall aus dem Bild. Ihr seid ein Jäger? Ihr habt mich gerettet. Also ich muss schon sagen, dieses Spiel macht Spaß. Ja, leichte Probleme, aber es macht Fun. Verzeiht, mein Name ist Natsume. Ich bin eine Schmiedin aus Minato, der kleinen Stadt in der Nähe. Ich wollte Materialien sammeln, doch beim Angriff des Kemono wurde ich wohl bewusstlos. An mir erinnere ich mich. Ich übergebe mich auch nach Minato. In dem Fall weise ich euch nur zu gern den Weg, aber... Naja, ein Blick ist wohl mehr wert als 100 Fragen. Kommt mit. Okay, ich folge dir, wo auch immer du hin willst. Es gab zuvor eine Brücke, die den Harugasumi-Pfad mit der anderen Seite verbindet. Dort liegt Minato.
Sie muss wohl durch das Beben eingestürzt sein. Das Beben hat das Kemono wohl verängstigt, weshalb es vor uns aufgetaucht ist. Oh nein! Ich muss unbedingt Ujishiga finden. Erstmal gucken, dass du wohl auf bist. Weil ich darauf bestanden habe. Ich bin schuld, dass er vielleicht in Gefahr schwebt. Aber ihr seid ein Jäger. Also lebt ihr wahrscheinlich vom Erfüllen von Jagdaufträgen. Würdet ihr für mich nach Ujishiga suchen? Natürlich würde ich dabei helfen. Klar. Vielen Dank. Ich werde euch das nicht vergessen. Wir wurden von einer Kohakonushi angegriffen. Die Jäger aus Minato nennen sie auch Zederngeißel. Sie bereiten uns immer Ärger. Ihr werdet eine ordentliche Waffe brauchen. Aber dabei könnte ich helfen. Okay. Als Schmiedin kann ich nicht gegen Kemono kämpfen. Aber solange ich eine Werkbank habe, kann ich jede Waffe verbessern. Ach, jetzt kann ich die Schmiede erst wahrscheinlich nutzen. Sollen wir zum Lager zurückkehren und unsere Gedanken sammeln? Ja, sofort. Ich muss nur wieder ins Bild zurück. Ich sehe es gerade übrigens. Ihr seht jetzt auch, was ich sammle. Wenn ich eine bessere Stelle dafür finde, dann mache ich mein Lager nochmal woanders. Weil die Stelle ist echt klein dafür. Ja, habe ich schon gemacht. Keine Sorge. Wunderbar. Nun habe ich einen Amboss und kann mich nützlich machen. Zum Glück wurden meine Werkzeuge nicht beschädigt. Daher benötige ich nur noch Materialien, damit ich euch Pfeil und Bogen oder ein Schwert herstellen kann. Okay. Vielleicht nicht ganz so, wie ihr es gewohnt seid, aber ich kann sicher etwas Passendes anfertigen. Fernkampf wäre mir teils lieber bei manchen Wesen. Karakuri-Katana einmal ansehen? Ich würde es wirklich gern zerlegen und herausfinden, wie es funktioniert. Keine Sorge, ich meinte nicht sofort. Erst müssen wir Ujishige und einen Weg zurück nach Minato finden. Sprechen wir dann darüber. Die will mein Schwert kaputt machen. Die will mein Schwert einfach zerlegen. Okay, eine Waffe schmieden lassen, Rüstung schmieden lassen, Waffe. Stärker und schärfer. Genau, was ihr braucht, nehme ich mal an. Okay. Nodachi, Jagdbogen, großer Hammer. Ich habe 5000 Gold. Man braucht diese Herzsteine auf jeden Fall. Wollen wir auch mal auf jeden Fall einen Bogen. Ich mache mir mal von allen Waffenarten was, weil bei Monster Hunter war es auch so, dass Helme bei manchen mehr gebracht haben. Das Ding wirkt mir irgendwie lustig. So, ich habe jede Waffenart einmal gemacht. Und dafür hätte ich die Dinger gebraucht. Die Herzsteine findet man hoffentlich noch ein paar Mal. Okay, dieses Blütenschwänzchen muss ich offenbar ein paar Mal öfter noch töten. Ich hätte von denen so oder so nach links oder rechts weiter gemusst. So. Machen wir erstmal unser Katana besser. Und da ich auch eine gute Fernkampfwaffe habe, haben wir den Bogen. Es wäre nicht sehr weise, die Ausrüstung, die euer Leben schützt, zu vernachlässigen, oder? Nee. Gegengift? Gegengift klingt nach einer guten Idee. Fadenfreude? Was ist Fadenfreude? Fähigkeiten-Details. Erhöht die Anzahl der Karakuri-Fäden, okay. Also die ich einsammeln kann. Bei Gegengift kann ich mir vorstellen. Geringere Chance, vergiftet zu werden. Dafür brauche ich diese komischen Geißeln-Dingern von. Also das, was ich gerade eben gestreichelt habe. Auf jeden Fall nimmt meine bessere Rüstung.
Ich glaube, Fadenfreude gefällt mir gerade eher. Ich nehme auf jeden Fall diese Schuhe und die Handschuhe. Und von dem Rest gönne ich mir einfach mal, damit wir eine bessere Rüstung haben. Ich brauche noch einmal uraltes Holz, dann könnte ich noch mal meinen Helm verbessern. Ich kann nur die schmieden, ich kann sie nicht aufbessern. Oder? Ja, ich kann sie nur schmieden. Ja, ich kann noch mal gucken, dass ich einfach jede Rüstung mir mache, aber nur situationsbedingt anziehe. Falls ich zum Beispiel mal so einen Giftgegner habe, dass ich gut Gegengift habe. Ich kann sie ja jederzeit ändern. Müssen ja alles erkunden und kennenlernen. Kämpfen wir mal ein bisschen mit dem Bogen. Um Gottes Willen kann man hier viel an den Teilen finden. Mit den richtigen Materialien könnte ich robuste Rüstungen für euch fertigen. Kann ich auch schneller irgendwie schießen? Ich kann den Schuss aufladen. Und ich kann ihn eskalieren lassen. Okay, der Bogen, der wirkt heftig. Und wie ist das, wenn ich... Müssen ja die Waffen ausprobieren. Ich habe verschiedene Pfeile, heißt es. Kann ich irgendwo nachgucken? Das steht bestimmt beim Bogen bei. Ich glaube, dieses Spiel ist wesentlich größer, als wir denken. Kann ich jederzeit meine Ausrüstung ändern oder muss ich wirklich immer, ich glaube, ich muss immer zu einer Schmiede, um die Ausrüstung zu ändern. Also ich muss mir vorher überlegen, was ich mitnehme. Ich teste mal kurz jetzt alle Waffen aus, die wir gerade haben. So, als nächstes testen wir mal den Hammer. Das macht bestimmt guten Schaden. Okay. Dann mal mit dem Sprungteil. Also der Hammer hat höchstwahrscheinlich auf jeden Fall die größte Angriffskraft.
Jetzt habe ich den Angriff nicht ausprobiert. Okay, der Hammer wirkt auch recht stark. Ich dachte erst, der wäre langsam, aber der ist irre schnell. Also der ist jetzt nicht viel langsamer als das Schwert. So, das große Schwert will ich als letztes ausprobieren. Ah, der kann abwehren. Der ist auch interessant. Okay. Das habe ich ja jetzt einigermaßen gesehen. Der Schirm, der gefällt mir jetzt nicht so sehr. Außer, dass der abwehren kann. Das könnte nützlich sein. So, und jetzt noch dieses große Schwert. Okay, das ist langsam. Okay. Der Hammer gefällt mir irre gut und der Bogen. Das Großschwert, das finde ich ein bisschen langsam. Aber das hat, glaube ich, auch dafür mehr Power als ein normales Schwert. Ich habe die beiden Waffen ja einmal geboostet. Dann würde ich sagen, erstmal vorübergehend mit dem Bogen rumrennen. Diese Zederngeißeln neigen dazu, sämtliche Beute, die sie fangen, zurück in ihr Nest zu schleppen. Wahrscheinlich findet ihr Ujishige dort. Wenn ihr das Kemono zum Rückzug zwingt, sollte es euch zum Nest führen. Natürlich müsst ihr euch ihm dafür zuerst in einem Kampf stellen. Seid ihr dazu bereit? Klar. Ich bin jederzeit bereit. Ihr seid sehr selbstbewusst. Das ist beruhigend. Unser Treffen war wirklich ein Glücksfall. Oder Schicksal. Trotzdem könnte es sich auszahlen, vor der Abreise weitere Kemono-Materialien zu sammeln. Mit Materialien kann ich bessere Ausrüstung herstellen. Wenn euch meine Schmiedekünste helfen würden, zögert nicht, mich zu fragen. Okay. Ich lasse Ujishige ungern warten. Aber ich möchte, dass ihr die beste Chance habt, ihn zu retten. Dieses Spiel ist einfach nur geil. Zederngeißeln lieben das Flussufer. Dort würde ich meine Suche beginnen. Okay, ist mein... Ich glaube, mein Zeug hier ist fast fertig. Ich kann ja auch das Ding hier suchen lassen, ne? Ich lass mal Fleisch trocknen. So. Ich kann mir auch hier Punkte festlegen, wo ich hin will. Ja. Ein Moment. Jetzt habe ich das Teil verstanden, das ist zum Wegmachen. Nächstes Jagdziel festlegen.
Ah, ich kann mir die Viecher auch als Quest nehmen. Das Vieh war jetzt nicht sonderlich schwer zu besiegen. Ich bitte euch, bringt mir Uchiha heil zurück. Ich bringe ihn nach Hause, keine Sorge, Mädel. Da ist doch bestimmt was. Ich muss mir merken, dass die für hoch und die anderen für weit sind. Ui. Vielleicht hätte ich die ein bisschen näher dran machen sollen. Sind hier irgendwo Fäden in der Nähe, die ich holen kann? Da sind Bäume. Leute, in der Not immer Bäume verprügeln. Sie nehmen es euch auch nicht übel. Warte mal, jetzt kann ich mal testen. Ich mach das Ding da mal, dass es zum Training da ist. Ach so, wenn ich hier zwischen den Pfeilen wechsle, dann habe ich hier bei dem einen mehr Pfeile, aber dafür weniger Schaden. Und den kann ich halt aufladen. Und wie viel macht er, wenn er so aufgeladen ist? Um Gottes Willen macht der Schaden. Okay, aber ich fand, das Schwert hat wesentlich besser reingehauen. Und schon wechselt sich wieder die Waffe, ne? Und dann, wir gehen auf den Hammer. Ich überlege, ob ich den Hammer eventuell boosten will, bevor ich hier in die Schlacht ziehe. So, mal ein bisschen voll gefuttert. So, ist da oben überhaupt irgendwas? Oder klettert man hier für umsonst hin? Ich glaube, man klettert dafür umsonst hin. Wie viel macht denn der Hammer überhaupt mit diesen kraftvollen Schlägen? Okay. Erweiterter Hammerangriff. Was ist damit gemeint? Um Gottes Willen.
kann Schaden raushauen, ist aber schwer zu kontrollieren. Jetzt konnte ich die auch mal so testen, die Waffen. Ja gut, dann bleibe ich lieber beim Katana. Das ist wenigstens angenehm zu spielen. Also wie gesagt, kann ja sein, dass da noch Gegner kommen, die mit dem Katana leichter zu bekämpfen sind. Vor allem mit dem Katana habe ich ja noch diesen Special-Modus. Ich weiß halt nicht, ob ich das bei den anderen Waffen auch haben kann später. Komm mal her. Ich tu dir nix. So, einmal will ich so auch töten. Einmal nur... Ich brauche ja auch ein bisschen Fleisch. Da ist eine Schlong. Ich frage mich, ob man die Schlong hätte streichen können. Diese Herzsteine brauche ich ja auf jeden Fall, ne? Muss eigentlich in die Richtung da. Komm her. Ein bisschen noch an Zutaten gesammelt. Kann ich mich auch an die ran schleichen? Also ich bezweifle es, aber testen. Als ob ich die streicheln kann. Dich sollte man nicht streichen, okay. Töte ich dich halt. Aber ich kann sie streichen, mir wird nur schlecht davon. Ich brauche auch Fleisch. Ich sammle auch ein, was ich finde. Du bist wahrscheinlich auch wieder so ein großes Vieh, ne? Was ist das denn? Anfreunden? Was bist du? Du siehst cool aus. Was zum Geier noch eins war das gerade? Tsukumo. Ist jetzt mein Freund? Du bist mein Freund geworden. Um Gottes Willen, ich muss 50 von denen finden. Um Gottes Willen. Oh, muss ich 50 von denen finden? Das ist doch nicht in Ordnung. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Wie kriege ich diese dummen Ranken weg?
Da ist eins von diesen Dingern. Ich sehe es. Ich weiß gerade nicht, wie ich dran komme, aber ich mache mir mal ein Lager hier, falls ich darf. Nee, darf ich nicht. Dafür brauche ich irgendwas anderes. Kann ich mir hier irgendwie eine Markierung setzen? Ach, man kann auch gucken, was für Materialien wo rumschwirren oder wie. Hier sieht man Kreaturen, kleine Kimonos, das sind diese Hirsche. Ich würde dich gerne rausholen, ich weiß nur nicht wie. Brauche ich eventuell eine Feuerwaffe, damit ich das abfackeln kann? Wo ist jetzt mein kleiner Freund hin? Hier soll irgendwo so ein komischer Quell sein. Laut Karte zumindest. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar von diesen Steinen. Da war gerade eine Interaktion. Da war eine Interaktion. Irgendwo hier. Ich spam einfach die Taste. Oh, was bist du denn? Farmschweif-Gecko. Cute. Das Ding war cute. Oh, da ist noch so ein Gecko. Warte, bleib doch hier. Komm. Komm, ich tu dir nichts. Komm hier. Ja, komm hier. Hab dich. So, der Schrein ist, glaube ich, hier oben. Karte. Ach, ich verwechsel die ganze Zeit den Knopf dafür. Ja, laut Karte hier links von mir. Hier irgendwo. Dieses Ding rastet die ganze Zeit aus. Uraltes Holz, das brauchte ich. Wie ich einfach alles mache, nur nicht die Quest, die ich eigentlich tun soll, ne? Shining klettert mal wieder irgendwo hin. Findet ihr das in Ordnung, Leute? Autschen. Mann. Immer muss der Junge überall hinklettern. Und da waren wieder FPS-Einbrüche. Na gut, eventuell fixen die das ja noch irgendwo mittendrin. Ich würde gern da hochklettern. Nein, es reicht gerade so nicht. So, jetzt aber. Ich kann noch eine Box erschaffen. Die muss reichen. Da vorne läuft, glaube ich, wieder irgendein Tier. Und was seid ihr denn für cute Dinger?
Das sind diese Eichhörnchen aus dem Anfangsvideo. Dich kriege ich. Du gehörst jetzt mir. Rotbärenhörnchen heißen die. Bei mir, kleiner Freund. Hier war noch ein drittes. Ja, ich habe es. Petschuan-Pfeffer. Oh, hier kriege ich Fäden. Ich glaube, jeden Baum kann ich dafür verprügeln. Da ist eine Stadt. Wieso verwechsel ich ständig die Taste? Wir könnten jetzt mal testen, ob es Fallschaden gibt. Nein. Oh, ich habe einen Freund gefunden. Kann ich die streicheln? Ja. Bisschen feiner. Bisschen feini. Nagetierknospe. Komm her. Oh. Warum sind die Viecher hier so cute? Die sind so putzig. Ich sollte mal in die Richtung gehen, wo ich eigentlich einen Job habe. Nämlich dahin. Habe ich jetzt zwei, die mir hinterherlaufen? Nee. Es tut mir leid, kleine Maus. Oh, da ist noch einer. Es tut mir leid. Aber ich muss ja auch gucken, was sie am Fleisch so gibt. Haut eines kleinen Kimono kriege ich von euch. Okay, die will nicht mehr. Dann komm her. Ich habe übrigens die gleichen FPS-Einbrüche wie ihr. Obwohl, ihr habt gerade irgendwie mehr FPS-Einbrüche. Oh, das sind wieder diese kleinen Biester. Kommt her. Jetzt gerade hat irgendwie OBS-Probleme. Ich sehe, dass OBS leckt. Wartet, ich speichere mal und mache mal die Auflösung ein bisschen runter. Na, guck mal, jetzt ist das Spiel noch mal angenehmer. Diese Unschärfe rauszunehmen hat was gebracht. So, dich kriegen wir. Der war aber ein bisschen größer als das, was gerade angegeben war. Ich sammle halt alles ein, ne? Und ich will auf jeden Fall alle von diesen Viechern finden. Das hat bestimmt einen größeren Effekt. Ich weiß, dass hier einer ist. Ich weiß halt nur noch nicht, wie ich drankomme. Okay, der Baum hat Dinge getan. Du bist unser jetziges Ziel. Au!
Der ist ein Froggo. Au. Okay, ich glaube, dich sollte ich eigentlich eher mit dem Bogen bekämpfen. Aua. Könntest du mich bitte nicht versuchen zu töten? Ich weiß, das ist eine hohe Anforderung. Au! Hör auf, mir den Pusher ins Gesicht zu schlagen. Mir haut er mir seinen Schweif ins Gesicht. Der verzieht sich gerade. Ich will den Froggo knuddeln. Der Froggo ist cool. Amphibien-Drachenstein. Und da war auch irgendwas zum Einsammeln. Ich glaube, ich habe es aber schon eingesammelt. So, den Drachenschlund hier öffnen wir mal. Das könnte nützlich sein. Und ich hätte hier jetzt nach Möglichkeit das Teil hingesetzt, aber dafür muss ich erst was sammeln. Man muss den Drachenschlund erst dafür stärker machen. Aber man kann die Lager nicht überall platzieren. Oh, was ist denn das für ein cooler Baum? Einen Brunnen bauen? Okay. Oh, da ist wieder so ein Teil zum Anfreunden. Ich habe einen neuen Freund. Autsch. Aua. Ah, der hilft mir ein bisschen im Kampf. Ich glaube, ich habe ihm was gebrochen. Halt durch, mein kleiner Freund. Aua, der brüllt. Ich glaube, der wird jetzt wütend. Ich habe mir auf jeden Fall die Materialien gegönnt. Ich sollte eventuell was schnabulieren. Oder auch nicht. Hier ist er bestimmt auch ein kleiner Kumpel. Ja, ich sehe ihn doch. Okay, die sind nicht so schwer zu finden. Aber dafür sind es halt viele, ne? Und weil ich mir gut vorstellen kann, dass es pro Gebiet eventuell 50 sind, weil wir haben ja gerade eben die Karte gesehen und es gibt noch viel mehr Gebiete.
So, wo bist du denn? Da ist wieder ein Schlund für mich. Das könnte nützlich sein. Hier wieder so ein kleines Ding. Ja, hallo! Neuer Freund! In die Richtung. Da unten ist er. Und er macht den Wald kaputt. Ich finde es auch noch cool, dass sie mit der Umgebung interagieren können. Die Gegner hier. Au. Das war knapp. Der kann mich taub machen. Aua. Aua. Der hat mich mit Harz vollgeschleimt. Mann, jetzt würde man auch mir die ganze Zeit voll zu schliemern. Oh oh, oh oh. Ich bin draufgegangen. Und das Problem ist, ich habe da keinen Schnellreisepunkt. Ja, bei den Gegnern sollte man wirklich eventuell auf den Bogen gehen. Also sind meine Freunde, die ich gefunden habe, die hocken dann hier in der Base. Was kriege ich da? Wie kann ich diese Dinger denn wieder auffüllen? Das würde mich mal interessieren. Hier, ein Teil auffüll. Ich muss jetzt den ganzen Weg nochmal laufen. Ich würde gerne aus dem Zelt raus. Kann ich das auch wieder einpacken? Ich weiß halt nicht, ob ich das Material zurückbekomme. Scheinbar müssten wir es halt jetzt mal ausprobieren. So, 21 hatte ich vorher. Ja, ich kriege dann das Material zurück. Ich sollte mir da hinten eine Base aufbauen. Dass ich auch einen weiten Weg damit zurücklegen kann. Hallo? Dich kriege ich. Muss jetzt erstmal gucken, in welche Richtung ist der. Der. Ich weiß noch nicht, was es mir bringt, die Viecher einzusammeln. Aber ich nehme sie mal mit. Du willst doch nicht da runterspringen? Ja, es wird doch nicht runterspringen.
Das dann nehme ich gerne mit, die brauche ich. Und zwar sehr, sehr viele sogar. Schlange, kann ich dich auch einsammeln? Ja. Stabkronenviper. Und den Vogel hätte ich auch einsammeln können, hätte ich schnell genug die Taste gedrückt. So, komm her. Goldene Chrysanthemenkranich. Wo bist du? Da in der Richtung. Aber bevor wir hier wieder abkratzen. Warte mal, wie nah ist der jetzt? Wir müssen noch ein weites Stück. Ich will mir da vorne einen Schnellreisepunkt hinsetzen. Oh, hi. Haasflügelschwalbe habe ich eingesammelt. So, der ist noch ein paar Meter weg. Da unten wandert der. Der macht das kaputt, wenn das mitten auf dem Weg ist, ne? Dann mach ich es mal lieber hier hin. So, dann kann ich ihn wenigstens schnell reißen, wenn ich jetzt wieder verrecke. So, komm her, Großer. Wir beide haben noch eine Sache zu klären. Aua. Los, Kleiner, komm. Hey. Aua. So, dann hauen wir mit den heftigen Schlägen mal rein. Hier gebe ich jetzt aufs Fressbrett. Bleib hier! Der haut gerade ab. Der hat hier aber irgendwo was fallen lassen. Das würde ich gern mitnehmen. Und ihr Chat, habt ihr so Spaß dabei zuzusehen, wie ich aufs Maul bekomme? Also ich habe auf jeden Fall Spaß bisher mit dem Spiel. So, wo bist du, Großer? Ich muss auch auf diese kleinen Viecher achten, ob die hier irgendwo in der Gegend immer sitzen. Ich glaube, da sitzt einer, oder? Nee. War nur ein Stein. Oh. Ja, ein kleiner Freund. In die Richtung. Die Gegend sieht so cool aus. Ja, ich wäre aggro. Was? Über dir. Das Vieh hat mich hier zum Trocknen aufgehängt. Hängst du ab? Hilf mir heraus, bevor mich dieses Harz verschluckt. Und wie soll ich das machen? Jawollo! Das ist jetzt meins! Und dieses, Platzen, das ist auch mal wirklich etwas, das ich einsammeln kann. Also, dann habe ich ihm was gebrochen. Ich denke mal, das andere Horn kann ich auch noch abtrennen. Ich will da nicht rein, da ist dieses ekelhafte Harz. Ich will weg, ich will weg, ich will weg!
Aua. Ich will auf jeden Fall nicht nochmal so gegriffen werden wie gerade eben. Ja, ich habe ihn den Schweif abgetrennt. Das hast du nun davon. Das ist jetzt meiner. Ich will weg. Meins. Okay, dann halt noch nicht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Lass mich los. Lass mich los. Oh, sind die Kämpfe hier anspruchsvoll. Kann ich mit den Teilen, also mit den Säulen irgendwie was machen? Die sehen so aus, als ob sie so zerbrechlich wären. Ich will aus dem Eck raus. Danke, sehr hilfreich. Da flog mein Kumpel. Och, hör auf, mich doch die ganze Zeit zu grapschen. Mag das nicht. Ich hab's irgendwie noch geschafft auszuweichen. Frag nicht wie. Alter, ich komme kaum zum Angriff. Nein! Bei Tsukumo ist ein Fehler aufgetreten. So kann man das auch nennen. Es ist tot. Zeit für den Todesstoß. Alter, der war heftig. Wenn ich jetzt mit dem anderen Vieh vergleiche, der war ultra stark. Ich habe die Flugleine jetzt entdeckt. Bitte aus diesem Harz befreien. Keine Sorge. Lass dich sofort raus. Ja. Ich schulde dir was. Wenn du nicht wärst, wäre meine Schönheit jetzt in Harz präserviert. Du verwendest interessante Karakuri. Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wer bist du? Kein gewöhnlicher Jäger. So viel steht fest. Doch, ich bin ein gewöhnlicher. Du bist Uchichige, ne? Woher kennst du meinen... Ah, natürlich. Natsume lässt sich also ihre schmutzige Arbeit erledigen. Sie ist also lebendig davongekommen. Gut. Ja. Ich bin Uchichige Daidoji. Der ehrenvollste Veteran Minatos. Und wo ist die junge Schmiedin jetzt? Im Lager. Oh, du hast ein Lager errichtet. In dem Fall geh ruhig voraus. Ich habe nicht vor, ein zweites Mal angegriffen zu werden. Das klingt nach einem Plan, Junge.
Wir sollten Natsume so schnell wie möglich finden. Ich kehre sofort zum Lager zurück. Hier vorne war doch irgendwo das Horn abgetrennt. Aber ich habe die noch gar nicht in der Liste. Erstmal hole ich mich ins Bild zurück. Das sollte helfen. Du führst einige wirklich ungewöhnliche Karakuri mit dir. Vorwärts. Ui! Okay, das ist cool. Ich werde wohl langsam alt, wenn mich heute schon eine Zedern-Geißel überwältigt. Ich hole jetzt das Ding erstmal wieder ein. Ich wollte es nochmal testen. Wir können ja über die Schnellreisefunktion zurück. In der Nähe ist ja auch ein Lager. Oh, da seid ihr ja. Ja, wir sind zurück. Keine Ursache. Genau, bedank dich, lieber Natsume. Ich wollte von Anfang an nicht mitkommen und erst recht nicht mit meinem Leben für den Sake zahlen. Du hast verdammtes Glück, dass du einem so fähigen und hilfsbereiten Jäger begegnet bist. Ansonsten wäre ich, wie ich meinem neuen besten Freund hier bereits sagte, nun in Haus eingeschlossen. Ich bin jetzt dein bester Freund. Das wäre fürchterlich gewesen, Ujishige. Ihr habt recht, wir hatten Glück. Ja, bei so Spaßsequenzen mache ich mich halt aus dem Bild. Großartige Form. Und ein Karakuri-Meister obendrein. Ja, stimmt. Karakuri aus dem Nichts zu erschaffen? Die Fähigkeit würde ich nur zu gern erlernen. Der Karakuri-Unterricht muss warten. Ich würde gern nach Minato zurückkehren, bevor noch mehr Kimono Gefallen an mir finden. Das ist ein Problem. Ich würde auch gern zurückgehen, aber leider ist die Brücke eingestürzt. Was? Die Leute werden sicher bald bemerken, dass etwas nicht stimmt und die Brücke reparieren. Das könnte allerdings einige Zeit dauern. Und müssen uns ein Zelt teilen, so lang. Hier fest? Ein Karakuri? Wie sollte ich kann doch so ein Seilding. Ihr denkt an eine Flugleine, nicht wahr? Ich weiß, dass die Jäger von Minato sie benutzt haben. Eine Flugleine? Wovon redest du? Willst du einem alten Samurai wie mir das Ganze in verständlicheren Worten erklären? Nun, vielleicht ist es einfacher, es euch zu zeigen. Ich glaube, wer hat Hunger? Ah, tut mir leid. Denkst du, wir können vielleicht erst etwas essen? Mir gefällt auch der Humor von dem Game. Du hast sicher nichts mehr gegessen, richtig? Ich auch nicht. Soll ich uns allen etwas kochen? Oh nein! Können wir unmöglich von euch verlangen. Ihr habt schon so viel für uns gemacht. Ja, ich habe euch beiden den Arsch gerettet. Ach, Natsume, du hast doch sicher auch einen Bärenhunger. Wenn der Jäger uns bekochen möchte, nehme ich gern an. Aber ich muss euch warnen, ich habe einen schwarzen Gürtel im vergifteten Essen, weil ich nicht kochen kann. Wollt ihr unsere Mägen mit eurer Kochkunst retten? Ey, mir gefällt der Humor. Ich habe mir den Bauch. Das war gar nicht mal so schlecht, Boss. Na gut, wir sollten hier nicht länger verweilen. Es ist Zeit, dass dieses Karakuri, das du erwähnt hast, uns nach Hause bringt. Wenn wir wieder sicher in der Stadt sind, wartet ein Krug Sake mit deinem Namen auf dich. Das hat uns allen gut getan. Also, wie kann ich helfen? Obwohl, Schmieden ist das Einzige, was ich... Ich glaube, da kommt noch was. Was war denn da?
das jetzt wieder? Klang, als käme es aus Minato. Es ist ein Kimono, das kümmere ich mich drum. Ich komme mit. Ich möchte mit eigenen Augen sehen, was vor sich geht. Bist du noch bei Sinn? Das Brüllen muss von einer enormen Bestie stammen. Es ist zu gefährlich. Minato könnte in Gefahr sein, Ujishige. Außerdem ist der Jäger bei mir. Ich werde es schon überstehen. Trotzdem kannst du doch nichts. Ich verschwende nur meine Zeit. Also gut, ich warte hier. Aber für Kemono wäre ich leichte Beute. Du musst dich allein umsehen. Ich wäre dir nur im Weg. Vielleicht begegnen wir einem Kemono. Wir müssen uns gut vorbereiten. Wenn du gehen willst, dann geh. Aber Vorsicht, halte dich bloß von den Kemono fern. Ja, nächstes Jagdziel. Jetzt kann ich sowohl den Geistlein als auch dieses Puschelvieh bekämpfen. Warte mal, ich will... Ach, ich kann das Ding auch verbessern! Was kann ich dem denn alles geben? Eine Angriffsform, eine Verteidigungsform, Redenform. Okay. Der kann mich jetzt heilen. Okay. Das ist ein nützlicher Begleiter. Wenn er mich ab und zu heilt. Muss ja nicht immer sein, aber solange er mich heilt, bin ich damit zufrieden. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Das Brüllen kam aus Richtung... Rede über die ungewöhnliche Freundschaft. Ich kann mit denen quatschen. Hinter euch eine Art Karakuri? Sie sind meine treuen Begleiter bei der Jagd. Treue Begleiter? Also, sind sie Tsukumo? Ich kannte sie bisher nur aus Legenden. Man sagt, dass sie den Jägern von einst zur Seite standen und ihnen unter anderem den Weg wiesen. Damals hätte ich nie gedacht, dass ich ein Tsukumo mit eigenen Augen sehen würde. Ihr seid wirklich kein gewöhnlicher Jäger. Nee, ich bin der gewöhnlichste, den du finden kannst. Ich denke mal, mit dem anderen kann ich auch nochmal quatschen. Ich werde mit euch. Deswegen packe ich mich nicht sofort aus dem Bild. Wieder ins Bild. Nicht einmal ich würde mich hier betrinken. Ich will doch in einem Stück nach Hause kommen. Er will sich hier auf keinen Fall betrinken. Sonst kommt er nicht in ein Stück nach Hause. So, das können wir einsammeln. Und wir können auch die Schmiede verwenden. Von welcher Waffe sprechen wir? Flinke Finger. Okay, schnelles Saufen. Dafür müsste ich dieses eine Vieh nochmal bekämpfen. Okay. Drohgebärde. Sehr interessant. Ich müsste so ein Blütenschweifvieh noch mal töten. Es wäre nicht sehr weise, die Ausrüstung, die euer Leben schützt, zu vernachlässigen, oder? Fadenfreude. Klingt auch praktisch. Gesundheitsverstärkung, maximale Gesundheit hoch. Das kann ich ruhig schmieden. Ich nehme lieber den Helm, weil er eine Fähigkeit hat. Und ich würde halt auch diese Rüstung nehmen, wenn ich die Materialien hätte. Ich nehme auch die Hose mit. Mehr Leben. Ich würde sagen, generell hier von
dem hier die Rüstung. Wäre dann nur noch dieses Teil hier. Aber dafür müsste ich beide Viecher nochmal bekämpfen. Jetzt will ich aber gucken, gibt es einen Z-Bonus? Ich habe ja die eine Rüstung komplett, ne? Ich glaube nicht, dass es einen Set-Bonus gibt. Wirkt auf mich zumindest nicht. Was haben wir denn hier überhaupt für Typen eigentlich? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ja, ich kann hier wieder Sachen gönnen. Drachenschlund kosten Drachenkarakuri. Einige Jäger waren dafür. Ich kann mir ein Schild hier holen. Damit kann ich unfliegsame Botschaften verkünden. Okay, eine Lichtquelle. Eine Lichtquelle klingt jetzt nicht so schlecht. Oh, das sollte ich mir holen. Nach Möglichkeit. Ich weiß nicht, wofür ich das haben wollen würde. Aber ich will diese eine Fähigkeit auf jeden Fall. Na gut, ich würde aber sagen, wir speichern hier. Und gehen zurück zum Titelbildschirm. Lege dann mal den Controller beiseite. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war ein interessanter Stream. Haben jetzt hier 2,5 Stunden gesessen. Beziehungsweise 3 Stunden. Wenn man die Vorschau mitrechnet. Ich fand das Spiel auf jeden Fall sehr gut. Ja, die FPS-Einbrüche können nerven, aber es geht. Das Spiel ist sehr spielbar, es ist ultra cool. Ich finde nur, es hätte ein bisschen weniger kosten können. Ja, Leute. Wie die YouTube-Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like auf dem Kanal hinterlassen, ein Follow auf Twitch. Und von YouTube verabschiede ich mich hier auf jeden Fall schon mal. Und wünsche euch noch einen schönen Tag.